das Bundesheer eine reine Männersache? Von wegen. Frauen sind fast in jedem Bereich der ehemaligen Männerdomäne angekommen. Sie fliegen Hubschrauber, springen aus Flugzeugen, fahren Panzer und kommandieren Einheiten. Tatsache ist, die Karrierechancen für Frauen beim Heer werden immer interessanter. Ich habe diese persönliche Einladung gekriegt und meine Familie hat mich dann gefragt, ob das interessant ist. Und weil mein Dad ja auch beim Bundesheer war, habe ich mir gedacht, es könnte ganz interessant sein, weil es generell spannend ist, was sie machen und wo die ganze Unterstützung herkommt. Deswegen habe ich mich entschieden, daher zu kommen. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, was man generell so im Alltag, also was sie halt die Soldaten generell so machen. Weil ich habe irgendwie nur so im Kopf, so, dass sie halt in Schlachten, so wie man das aus Filmen halt so kennt, dass das quasi so deren Aufgabe ist. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und das will ich halt sehen. Aufgrund der bevorstehenden Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre betreibt das Bundesheer intensiv Personalwerbung, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Eine Maßnahme dazu ist die Beteiligung am Girls' Day. Mit dem Girls' Day im Bundesdienst soll Mädchen eine Berufsorientierung auch abseits der gängigen Rollenmuster ermöglicht werden. In Salzburg war das Interesse enorm groß. Von den rund 1000 interessierten Mädchen und Frauen im ganzen Bundesland und angrenzenden Bayern besuchten über 400 Österreichs größte Kaserne, die Schwarzenberg-Kaserne in Walsitzenheim. Die Teilnehmerinnen erhielten einen hautnahen Einblick in den Berufsalltag von Soldatinnen und Soldaten. Ein Panzer war eigentlich wirklich, was ich mir gedacht habe, boah, ja, das hat, wie es mir dann gehört haben, ja, das kann man sich, man kann sich die Panzer anschauen. Und ich dachte, das macht sich eigentlich wirklich witzig und cool an, haben wir gedacht, da gehen wir her. In einem Stationsbetrieb wurden alle Waffengattungen und Einheiten des Befehlsbereichs Salzburg aufgeboten. Von der Militärmusik über die Pioniere, die Luftraumunterstützung, dem Radarbataillon, der Militärpolizei, der Infanterie vom Jägerbataillon 8, dem Führungsunterstützungsbataillon 2, der Sanitätskompanie bis hin zum Heereslogistikzentrum Salzburg war alles vertreten. Wir sehen den Aufwuchs der Soldatinnen natürlich mit einem ganz freudigen Auge. Es sind immer noch zu wenig, also wir haben noch Platz für viel mehr Damen. In Salzburg haben wir jetzt 15 ausbildungsdienstleistende Damen, in Summe ungefähr 75 und österreichweit 750 Damen. Also ein Zehntel aller Damen sind bei uns in Salzburg. Aber da ist noch Platz für mehr und wir würden uns freuen, wenn sich mehr für uns interessieren. Das Highlight des Tages war der neue Hubschrauber AW-169 Lion. Zwar schon im Tarnkleid, aber noch ohne militärische Ausstattung zieht das Fluggerät die Aufmerksamkeit der jungen Damen auf sich. Nina Huber aus Brauner lässt sich das millionenschwere Fluggerät erklären. Denn je nach Ausstattung kostet der neue Lion zwischen 8 und 15 Millionen Euro. Also was mich wahnsinnig interessiert, sind die Knöpfe da vorne. Das ist ein Wahnsinn, dass man das alles kennen muss. Und generell einfach, wie das aufgebaut ist. Und es ist ein Wahnsinn, so ein Hubschrauber, dass das, was der alles kann. Und das hat mich fasziniert. Die Einsatzbereiche von Frauen beim Bundesheer sind dieselben wie die der männlichen Kollegen. Ihnen stehen alle Funktionen und Waffengattungen offen. Von der Militärpilotin, der Panzerkommandantin, der Pioniersoldatin, der Infanteriesoldatin bis hin zur Ärztin oder Technikerin. Das Bundesheer bietet im Rahmen seiner Sportförderung auch Leistungssportlerinnen die finanzielle Möglichkeit, als Sportsoldatinnen für nationale und internationale Wettkämpfe zu trainieren. Frauen sind gemessen an der Gesamtzahl der Soldaten im Bundesheer noch immer in der Minderheit. In den letzten Jahren allerdings ist ein überdurchschnittlicher Anstieg an weiblichen Soldaten, welche sich für den Dienst im Bundesheer entschieden haben, zu verzeichnen. Es gibt im österreichischen Bundesheer absolut keine Einschränkungen für Frauen. Seit letzten Jahres, April, ist ja auch der Grundwehrdienst, also der freiwillige Grundwehrdienst für Frauen möglich. Und von dem her stehen alle Wege offen. Wie wird der genutzt? Der wird in allen Bereichen sehr gut genutzt. Die Zahl der Soldatinnen steigt und durch jede Waffengattung ist auch hier ein Zuwachs an Soldatinnen zu erkennen. Durch meinen Bruder eigentlich, der war doch einige Jahre beim Heer und auch im Ausland tätig und hat es mich eigentlich immer interessiert. Und da bin ich auch vor einigen Jahren mal zu einem Girls Day gegangen, habe das eigentlich recht cool gefunden und habe mir dann meine freiwillige Meldung abgegeben. Habe mich dann für die Aufnahmeprüfung vorbereitet und
habe es dann geschafft, wie man sieht. Das Schlüsselerlebnis an sich war eigentlich das, dass es so viele Möglichkeiten gibt und dass viele Frauen dabei waren, die sehr positiv vom Militär gesprochen haben. Wenn ich mich im Zivilen für einen Beruf entscheide, muss ich den Beruf ausüben. Und da ändert sich nichts dran. Ich muss mich wieder neu bewerben, wenn ich was anders machen möchte. Und das Bundesheer bietet einem zivile Berufe zusätzlich. Man hat jede Menge Lehrberufe, die man auch ausüben kann. Und natürlich die ganzen militärischen Berufe. Also die Vielfalt ist wesentlich größer, wie wenn ich einen normalen Job ausübe. Seit 26 Jahren, also seit dem Jahr 1998, gibt es Frauen beim Bundesheer. Damals traten 11 Frauen dem Heer bei. Heute, mit Stand März 2024, dienen 757 Soldatinnen in verschiedenen Funktionen und Waffengattungen beim Bundesheer. Seit April 2023 gibt es auch für Frauen den Freiwilligen Grundwehrdienst. Bis dato haben 212 Frauen eine Freiwilligenmeldung abgegeben. Davon sind 126 bereits eingerückt oder haben einen Einberufungsbefehl erhalten. In Salzburg leisten derzeit 156 Frauen den Freiwilligen Grundwehrdienst oder Ausbildungsdienst ab. Es ist halt von früher noch immer das so ein bisschen, dass halt eigentlich nur Männer ja früher waren. Aber ich finde es super, dass immer wieder mehr Frauen natürlich dazukommen, weil irgendwann kommen ein paar Veränderungen dazu. Hemmnisse beim Dienst an der Waffe gibt es keine. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, da wo halt fast jeder Jäger ist und ich gehe halt auch öfters mit beim Jagen. Deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also ja, ist natürlich von jedem die Ansichtssache. Aber es gehört einfach dazu. Ja, genau. Weil da, falls irgendwas Schlimmes passiert oder so. Jana Baumann wollte schon mit 14 Jahren auf das Militärgymnasium gehen, hat den Gedanken aber damals wieder verworfen. Nach Corona hat sie nach einer neuen Herausforderung gesucht und ist dann doch beim Bundesheer fündig geworden. Heute ist sie beim Radarbataillon und bedient das AZR, das Zielzuweisungsradar. Ihre Aufgabe ist der Auf- und Abbau, die Inbetriebnahme und dass dann im Anschluss die Daten an die Einsatzzentrale gelangen. Langfristig hat sie sich höhere Ziele gesteckt. Ich möchte Fluglotsin beim Bundesheer werden. Ich durchlaufe gerade das Auswahlverfahren dafür. Und sollte das nicht werden, weil eine Selektion ist doch sehr anstrengend und sehr hart, dann möchte ich in meinem Verbund bleiben, möchte dort, muss dann die Kaderausbildung 4 machen, Stabsoffizier, ja, und möchte in meiner Kompanie bleiben. Ich denke mal, Frauen haben ganz tolle Führungsfähigkeiten und diese Führungsfähigkeit in einen männlichen Beruf, wenn man so sagen will, unterzubringen, das ist eine Riesenherausforderung. Das sehen wir bei Mädels, die als einzige Mädels in einer HTL-Klasse sind, genauso wie in typischen Männerberufen und gerade das sehen wir als Bundesheer auch. Also die Frauen, die Führungsqualitäten hier erweisen, die zeigen den Männern schon, wo es hingeht. Für die rund 400 Damen geht ein ereignisreicher Vormittag zu Ende. Zum Abschluss wurde noch der Einsatz eines Diensthundes der Militärpolizei gezeigt. Die Hunde werden in der höchsten militärischen Sicherheitsstufe zum Schutz von Gebäuden und Anlagen verwendet. Darüber hinaus werden deutsche und belgische Schäfer zu Spürhunden für Drogen und Sprengstoff ausgebildet und im In- und Ausland präventiv eingesetzt. Erinnern Sie sich noch an Chiara Weiser, die junge Dame, deren Dad auch beim Bundesheer war? Wie hat sie den Tag erlebt? Ja, es war sehr aufschlussreich, das Ganze. Und auch, dass es halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, vor allem in so Ausbildungen sehr viel tatsächlich, eine sehr große Auswahl. Und das mitzukriegen war schon spannend, ja. Rettungssanitäter hat mich sehr interessiert. Das wäre sehr interessant. Das war ja der Girls' Day beim Bundesheer in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg. Eine interessante Information noch zum Abschluss. Im Bundesdienst gibt es eine geschlechterunabhängige Entlohnung. Somit ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit im österreichischen Bundesheer längst Realität.